Mariana Tiefseerinne, ein Ort voll dunkler Schönheit und Extreme, gilt als der tiefste Punkt der Ozeane. Wissenschaftler haben hier gerade eine erschreckende Entdeckung gemacht, nachdem eine Tiefseesonde dies gefunden hat. Das lange, schmale Tal am Meeresgrund ist das Ergebnis tektonischer Aktivität und Heimat für viele hochspezialisierte und bizarre Lebewesen. Die neuesten Erkenntnisse der Tiefseeforschung lassen sogar vermuten, dass in den Tiefen noch weitere Lebensformen und möglicherweise ganze Zivilisationen existieren, von denen wir bisher nicht die leiseste Ahnung hatten. Wissenschaftler, die eine hochmoderne Tiefseesonde in diesen abgelegenen Abgrund entsandten, stießen auf etwas Unerwartetes und Beunruhigendes. Diese Entdeckung am tiefsten Punkt der Erde wird unser Verständnis der Tiefsee und der darin verborgenen Geheimnisse für immer verändern. Was die Forscher gefunden haben, wirft nicht nur neue Fragen über die unerforschten Tiefen unserer Ozeane auf, sondern könnte auch weitreichende Auswirkungen auf unser Wissen über das Leben im Universum haben. Der Marianengraben entstand dort, wo sich zwei Erdplatten gegeneinander schieben. Der Druck, den die beiden aufeinander ausüben, ließ eine tiefe Rinne entstehen, die für uns Menschen nur unter erschwerten Bedingungen zugänglich ist. So gehörte der Marianengraben lange zu den unbekanntesten Orten dieser Erde. Offiziell gehört das Gebiet im Pazifik zu den USA. In den 1950er Jahren wollte das Land im Graben große Mengen Atommüll versenken. Damals hatte noch niemand eine Ahnung davon, wie schnell strahlender Müll einen gesamten Ozean verseuchen kann, und wir hätten heute möglicherweise eine globale Katastrophe, wenn das nicht durch mutige Forscher verhindert worden wäre. Zwei Abenteurer wagten mit einem einzigartigen U-Boot den Abstieg in 11 Kilometer Tiefe und bewiesen, hier gibt es Leben. Im Jahr 2009 erkannte Präsident George W. Bush die Bedeutung dieses einzigartigen Ortes an und gründete das Mariana Trench Marine National Monument. Das Schutzgebiet umfasst heute einen großen Teil der Tiefseerinne sowie die umliegende Meeresumgebung. Diese einzigartige Welt ist jetzt für immer geschützt und wir Menschen sind gerade dabei, diesen Ort zu erforschen. Challenger Deep, so tief wie nirgendwo anders. Es ist unglaublich, doch es ist wahr. Schon 1872 hatten Menschen die Technologie, um den Meeresgrund genauestens zu untersuchen. Von 1872 bis 1876 erforschte das britische Schiff HMS Challenger den Grund des Pazifiks und sammelte umfangreiche Daten über das Meeresleben, die Meeresbiologie und die Ozeanographie. Im Jahr 1875 stießen die Forscher dann auf den tiefsten Punkt dieser Erde. Stellt euch vor, dieser rund 11 Kilometer tiefe Punkt wurde nur mit Hilfe von einfachsten Lotungen gefunden. Loten ist eine simple Methode, bei der ein Seil mit einem Gewicht in die Tiefe gelassen wird. Die Forscher müssen tagelang damit beschäftigt gewesen sein, immer noch mehr Seil zu finden, um die 11 Kilometer zu erreichen. Dass die Erde so tief sein kann, hat selbst Ozeankenner überrascht. Denkt daran, unser höchster Berg bringt es gerade einmal auf rund 8 Kilometer Höhe und diese unglaubliche Meerestiefe ist gleich nochmal 3 Kilometer tiefer. Bis heute ist die Challenger Deep im westlichen Pazifik der tiefste bekannte Punkt der Erdoberfläche, wobei inzwischen auch einige andere Tiefseerinnen gefunden wurden. Eine weitere befindet sich ganz im Süden Feuerlands, am Übergang zur Antarktis und gar nicht so weit vom Marianengraben zieht sich die zweittiefste Erdspalte über den Meeresgrund. Die genaue Tiefe des Challenger Deep wurde im Laufe der Jahre mehrfach neu gemessen und mit den modernsten Messmethoden noch einmal angepasst. Offiziell sind es heute etwa 10.984 Meter. Mit dieser Tiefe ist der Marianengraben eine echte Herausforderung für die Wissenschaft, aber sie spricht auch unsere Neugierde und unseren Forscherdrang an. Wir Menschen möchten wissen, was dort unten vor sich geht. Ab in die Tiefe. Die Taucher unter euch wissen, dass wir Menschen schon in geringen Wassertiefen ein Problem mit unseren Atemorganen und dem Blutgas bekommen. Nur die besten Taucher dieser Welt dringen in Tiefen vor, die gerade einmal 200 Meter unter die Wasseroberfläche reichen. Und jetzt macht euch nochmal bewusst, dass der Marianengraben 11 Kilometer tief ist. Die Ozeane unserer Erde sind aber bei weitem nicht nur endlose Räume, die mit Wasser gefüllt sind. Sie sind komplexe Lebensräume mit Schichten und Vegetationszonen. An der Oberfläche beginnt die epipelagische Zone, auch als Sonnenlichtzone bekannt. Sie reicht bis zu einer Tiefe von etwa 200 Metern und ist der Bereich, in dem das Sonnenlicht noch ausreichend stark ist, um Photosynthese zu ermöglichen. Hier finden wir die größte Vielfalt an Meereslebewesen, einschließlich der meisten Meerestiere und Pflanzen. Darunter liegt die mesopelagische Zone, die sich von 200 bis 1000 Meter Tiefe erstreckt. In dieser Dämmerungszone nimmt das Sonnenlicht rapide ab und die Lebensbedingungen werden herausfordernder.
Viele Tiere in dieser Zone haben geniale Anpassungen entwickelt, um in der geringen Lichtmenge zu überleben. Ein faszinierendes Beispiel dafür sind biolumineszente Organe. Noch tiefer, in der bathypelagischen Zone, die von 1000 bis 4000 Meter reicht, herrschen permanente Dunkelheit und Stille. Hier ist das Leben schon spärlicher, doch trotzdem existiert es. An dieser Schwelle beginnt die geheimnisvolle und wenig erforschte Welt der Tiefsee. Nur U-Boote und spezialisierte Tauchgeräte können diese Tiefe erreichen. Aber es bleibt eine Herausforderung, da der immense Wasserdruck unsere Technologie an ihre Grenzen bringt. Die abyssopelagische Zone, die von 4000 bis 6000 Meter reicht, ist noch extremer. Hier gibt es keine Wirbeltiere mehr und die Bewohner sind meist einfache Organismen wie Schwämme und Seegurken. Die Temperaturen sind nahe dem Gefrierpunkt und der Druck ist enorm. Am tiefsten liegt die hadalpelagische Zone, die nur in Tiefseegräben wie dem Marianengraben zu finden ist. Diese Zone beginnt bei etwa 6000 Metern und reicht bis zu den tiefsten bekannten Punkten der Ozeane, wie der Challenger-Tiefe im Marianengraben. Diese Zone ist am wenigsten erforscht und die Bedingungen hier sind extrem. Nahezu null Licht, eisige Temperaturen und ein Druck, der so stark ist, dass nur wenige spezialisierte Lebensformen existieren können. Der Ozean ist also wahrlich ein Kaleidoskop an Lebensräumen, von dem wir bisher nur etwa 5% erforscht haben und kennen. Die letzten Geheimnisse dieser Erde liegen also in der Tiefe. Was lauert dort unten? Würdet ihr uns glauben, wenn wir euch sagen, dass es da unten in der Tiefe weit mehr gibt als ein paar wirbellose Weichtiere und Mikroben? Die unergründlichen Tiefen der Ozeane haben seit jeher die menschliche Fantasie beflügelt. Zahlreiche Mythen und Legenden berichten von bizarren Wesen, die unter Wasser ganze Städte errichtet haben. Geschichten über geheimnisvolle Wesen und versunkene Städte in den dunklen Abgründen der Meere finden sich in vielen Kulturen, die einen besonderen Bezug zum Ozean haben. Einige sind davon überzeugt, dass in den Tiefen der Ozeane Götter leben, andere vermuten dort Monster oder einen Hort des Bösen. Atlantis, die sagenumwobene Stadt, die angeblich unter den Wellen verschwand, soll heute am Grund des Atlantiks liegen und wir alle kennen grausige Geschichten, wonach gigantische Kraken und Meeresungeheuer ganze Schiffe in die Tiefe ziehen können. Lange dachte man, die Geschichten um 10 Meter lange Kraken seien reines Seemannsgarn, bis erste Exemplare gesichtet wurden. Kann es also sein, dass die Mythen rund um Städte und Zivilisationen unter Wasser auch wahr sind? Der berühmte Hollywood-Regisseur James Cameron griff das Thema in seinem Film The Abyss auf. In dieser Science-Fiction-Geschichte trifft die Besatzung einer Unterwasserbohrstation auf eine hochintelligente außerirdische Spezies, die in den Tiefen des Ozeans lebt. Diese Wesen sehen den Planeten durch das Tun von uns Menschen gefährdet und stehen kurz davor, die Menschheit zum Schutz des Planeten zu vernichten. James Cameron hat nicht nur irgendeinen Film gemacht, er hat selbst eine ganz besondere Beziehung zur Tiefsee und 2012 tauchte er mit einem speziellen U-Boot selbst in den Marianengraben. Ein grenzenloses Abenteuer. James Cameron ist nicht nur für epochale Filme wie Avatar verantwortlich, dieser Mann interessiert sich wirklich für den Planeten, auf dem er lebt und erforscht diese Welt auf seine ganz eigene Weise. Aus seinen Abenteuern gewinnt er Ideen, die er dann zu Milliarden-Blockbustern macht. Mit seinem speziell entworfenen U-Boot, der Deep Sea Challenger, erreichte er einsam und alleine den tiefsten Punkt der Erde. Dieser Solo-Tauchgang war der erste seiner Art seit dem historischen Tauchgang der Trieste im Jahr 1960, bei dem Don Walsh und Jacques Piccard als erste Menschen den Grund des Marianengrabens erreichten. Die Trieste-Expedition öffnete vor über einem halben Jahrhundert die Tür zu einer neuen Epoche der Tiefseeerkundung. Walsh und Piccard bewiesen, dort unten ist nicht nichts, dort unten ist Leben. In diesen tiefsten Tiefen sahen die beiden einen Fisch und auf dem Weg in die Tiefe waren viele Lebewesen vor dem spärlichen Licht ihres U-Bootes erschienen. Das hatte damals niemand für möglich gehalten. Leben in diesen Tiefen, ohne Licht und ohne Wärme. Doch es ist möglich und diese Entdeckung muss uns auch klar machen, dass es im All, auf fernen Planeten und Monden, Leben unter Bedingungen geben kann, die wir uns nicht vorstellen können. Camerons Tauchgang erweiterte dieses Verständnis der Tiefsee noch einmal. Er sammelte wichtige Daten und Proben und filmte diese Tiefseeumgebung und machte daraus einen einzigartigen Dokumentarfilm. Neben den beiden bemannten Tauchgängen gab es zahlreiche weitere Expeditionen mit Tauchsonden und unbemannten U-Booten, denen wir viele weitere wichtige Erkenntnisse über den Marianengraben zu verdanken haben.
Wir sahen erstmals Bilder von einzigartigen Lebewesen, Fischen, die völlig ohne Licht existieren und eine reiche Welt von einfachen Pflanzen, Mikroben und Weichtieren. Eine der erfolgreichsten Sonden war Kaiko, die von der japanischen Agentur für Meeres- und Erderkundung betrieben wurde. Kaiko erreichte im Jahr 1995 den Grund des Marianengrabens, sammelte Daten und filmte die bizarre Umgebung. Nereus war ein Hybrid-Unterwasserfahrzeug, das autonom und ferngesteuert in der Challenger-Tiefe auf Erkundungsreise ging. Nereus haben wir detaillierte Karten und hochauflösende Bilder des Meeresbodens zu verdanken. Schönes und bizarres Leben in der Tiefsee. Habt ihr jetzt Fantasien über Monster und unheimliche Kreaturen, die sich in der Challenger-Tiefe tummeln? Da müssen wir euch größtenteils enttäuschen, denn die gigantischen Tiefseekraken und Seeschlangen halten sich in viel höheren Wasserschichten auf. Doch einen sehr bizarren Fisch hat die Tiefsee zu bieten. Der Tiefseeanglerfisch oder Melanocetus ist zwar kein meterlanges Monster, doch trotzdem dürfte dieses Lebewesen zu den hässlichsten und hinterhältigsten Gesellen der Tiefsee gehören. In der völligen Dunkelheit nutzt der Räuber ein kleines Licht an einem angelartigen Kopfvorsatz. Das Licht schaltet sich immer dann ein, wenn der Tiefseeangler Hunger hat. Die nächste Mahlzeit wird so automatisch vor sein gewaltiges Gebiss gelockt und der Fisch braucht dann nur noch zuzuschnappen. Schnurwürmer sind die größten bekannten Einzeller. Diese primitiven Lebensformen mit dem lateinischen Namen Xenophyophores bilden komplexe Strukturen und gehören wahrscheinlich zu den ältesten Lebewesen dieser Erde. Ebenso faszinierend sind Tiefseegarnelen der Gattung Rimicaris, die in der Nähe von hydrothermalen Quellen leben und sich von Bakterien ernähren, die Schwefelverbindungen als Energiequelle nutzen. Apropos Nutzen, hast du schon den Like- und Abo-Button genutzt? Wenn nicht, dann nur zu, denn so sehen wir uns bald wieder und du verpasst keine neuen Videos mehr. Bis bald!